Wir sind hier beim Spieleautor Ludwig Köppen, der das Spiel Pentaludea erfunden hat, allerdings aus einem sehr ernsten Hintergrund. Wir haben hier Ludwig und auch seine Mama Luise und werden gleich erfahren, wie das Spiel entstanden ist und wie man es überhaupt spielt. Ja, entstanden ist das Spiel im Grunde aus einem sehr traurigen Hintergrund. Ludwig hatte einen schweren Unfall und er lag im Koma, 6 Monate im Koma, und wir haben immer versucht, ihn zu animieren, auch mit Spielen. Und offenbar hat er mehr aufgenommen, als wir das damals erwartet haben oder als man von außen sehen konnte. Und nachdem er dann nach 2 Jahren entlassen wurde aus dem Krankenhaus, hat er dann dieses Spiel nachher, nach 6 Jahren, ist dies jetzt das Resultat. Das ist also im Grunde eine Erweiterung von 4 gewinnt. Und es ist jetzt aber so, das Spiel ist deutlich komplexer. Es ist einfach erklärt, man muss nämlich immer 5 in eine Reihe bringen. Entweder horizontal, vertikal oder diagonal. Für die Leute, für die das zu einfach ist, die nehmen jetzt auch noch den Zirkel, den inneren, also die Kreise, den inneren, den zweiten, den dritten, den vierten, den fünften, und jede Gewinnposition gilt auch in jedem Stockwerk. Wenn einem das noch nicht reicht, der kann die Schnecke bilden oder die Spirale, und das ist dann wirklich schwer. Das machen dann die Cracks. Das ist, glaube ich, dann, wenn man sich mit dem ersten auseinandergesetzt hat. Und das ist für 2 Leute? Ja, das ist 2 Spieler oder 3 Spieler. Das ist weiß, schwarz und blau. Und wie im Wechsel, dass es Uhrzeigersinn. Ja, genau. Einer fängt an und dann wird im Uhrzeigersinn abwechselnd die Kugeln gesetzt. Die Kugeln dürfen dann nicht mehr verändert werden. Es gilt also berührt geführt. Genau, und damit ist das, damit ist eigentlich schon die ganze Regel erklärt. Ja, finde ich super. Spricht mich sehr an. Ich habe 4 gewinnt geliebt. Ja. Und, ne, und deshalb also würde ich sofort spielen. Neben dem Spiel liegt ja noch ein Buch. Ja, das ist parallel dazu entstanden im Grunde, weil Ludwig das gegen alle Voraussagen geschafft hat, wieder ins Leben zurückzukommen. Er hatte wirklich gar keine Aussichten im Grunde. Ja, und um den Menschen, denen so eine ähnliche Katastrophe oder gar die gleiche passiert, habe ich das eigentlich geschrieben, weil ich immer das Gefühl hatte, er schafft es. Ja, und dafür habe ich das eigentlich geschrieben, dass die Mut kriegen, dann dran zu bleiben und vielleicht sogar mit Hilfe von so einem Spiel den Patienten, den sie da vor sich haben, animieren. Darf ich es mal sehen? Das heißt, es ist so ein bisschen unterstützend eben für auch andere Familien, die vielleicht dieselbe Erfahrung haben, dass man so ein bisschen auch von Gefühlen was miterleben kann und Richtig. Wie man Stärke vielleicht aufbaut. Ja, dass sie Hoffnung haben weiterhin. Hoffnung, ja. Genau. Also von der Hoffnung hängt so vieles ab, und das ist das Wichtigste überhaupt, was wir haben im Leben. Und ja,